Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir trinken schon wieder irgendeinen Mist. Heute unser Stargast. René dabei. Ja. Was trinkt man denn heute, René? Dr. Pepper, Cream Soda, Naturally and Artifikiki flavored. Genau. Keine Werbung. Aus US und A. Aus US und A. Genau. Ich bin schon sehr gespannt. Original US und A, ne? Das ist hier Import. Import. Ja. Sogar ohne Panty. Kein Panty drauf. Kein Panty drauf. 150 Kalorien. 150 Kalorien. So, ich bin schon sehr gespannt. Ich nicht. Okay, Dr. Pepper. Ja. Ja. Täusch dich nicht. Skoll. Bröstili. Ey, einfach nur mal Dr. Pepper. Wo ist denn da die Cream? Entschuldigung. Ist sonst nicht unsere Art. Oh. Schmeckt ein normaler. Keine Sorge, ich sammel, da kommt gleich. Also, ja. Direkt mal an den Dr. Pepper-Profi, Timo. Timo, hast du das schon mal getrunken? Also ich finde, das schmeckt wie normales Dr. Pepper. Also es hat einen leichten... Leichten Nachgang, ne? Leichten, ja, jetzt nicht unbedingt cremig, aber... Ich habe gerade eher gedacht, das wäre so wie dieses Ice Cream, weißt du? Oh, das war ja Bombe. Was wir getrunken haben. Mit dem Thomas. Ja, mit dem Thomas. Philosophieren Sie über dieses Getränk. Schmeckt wie Dr. Pepper. Ich mag Dr. Pepper. Mit so einem leichten Abgang noch irgendwie so. Schmierig. Man könnte sagen, es ist ein bisschen Cream dabei. Oder es wurde an Cream vorbeigetragen. Aber jetzt hätte so Fahrradkette. Also total unspektakulär. Also klar, Dr. Pepper ist geil, aber total unspektakulär, ne? Ja. Nichts Besonderes. Vielleicht hättest du vorher schütteln müssen. Entschuldigung. Der kam mit Brocken. Also wie normal ist Dr. Pepper. Einen leichten, wie gesagt, einen leichten Nachgeschmack. Nach. Also eine Creme kommt mir das jetzt nicht rüber. Nee. Naja. Nichts Besonderes. Aber wer Dr. Pepper mag, kann es sich geben. Mhm. Ja. Also den. Ist mal ganz nett, aber. Ja, also hier in den deutschen Einkaufsregalen habe ich es noch nicht gesehen. Ne. Also wenn ihr jetzt seht, wie gesagt, hier steht auf Dr. Pepper, packt es euch ein, aber es ist eigentlich kein Unterschied. Er hat so ganz, ganz leicht... Ja. Anderen Nachgeschmack, ja. Auf jeden Fall chemisch. Und so Kohlensäure was? Mangelt es auch nicht. Ja, ja, Kohlensäure ist viel drin, ja. Produkt packen wir immer in die Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall... Ein Däumchen, ja, und ein Abo. Ein Abo wäre richtig geil. Da war es. Und jetzt sind die Wildtiere auch alle weg hier. Genau, wir sagen auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Heide, ciao. Tschö. Allow me.